In Catania, der zweitgrößten Stadt Siziliens, kommt es nach heftigen Regenfällen zu schweren Überflutungen. Das Unwetter kostet nach bisherigen Informationen zumindest einer Person das Leben. Der 53-Jährige wurde von den Wassermassen mitgerissen. Die heftigen Regengüsse verwandeln die Straßen in reißende Flüsse. Das gesamte historische Stadtzentrum ist schwer betroffen. Zahlreiche Geschäfte sind ebenso überflutet wie die pädiatrische Notaufnahme des Garibaldi-Krankenhauses. Es kommt zu Stromausfällen, die die Feuerwehreinsätze zusätzlich verkomplizieren. Die Unwetter treffen ganz Sizilien und halten bereits seit Sonntag an. Und es scheint noch schlimmer zu kommen. Über dem Mittelmeer bildet sich derzeit ein sogenannter Medicane, ein mediterraner Hurricane. Das ist ein Wirbelsturm, der die Insel mit Orkanböen von bis zu 120 Stundenkilometern treffen könnte. Boom, 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 boom.